Fred Land Mining Company. 1897. Ja, ich weiß, da müssen wir hin, aber ich würde gern erstmal hier gucken. Ach, guck, hier sind die Schienen. Die führen da weiter. Ah, aber da kommen wir nicht durch, okay. Oh. Hab ich im Gebüsch verirrt. Mensch. Okay. Gehen wir mal rein. Mal sehen, was wir da noch entdecken. Ah. Dafür ist der Schlüssel. Okay. Was haben wir hier? Nö. Hilfe. Hab ich verlaufen? Da. Briefe. Was ist das? Arsen? Bitte? Wieso haben die denn Arsen hier stehen? Wozu brauchten die hier Arsen? Cursed mine in Grovik. Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on... They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Das ist allerdings wahr. Das stimmt. Positives Denken kann auch andersrum benutzt werden. Also negatives Denken, diese Sache mit der Self-Fulfilling Prophecy, ne? Du möchtest hier rausklettern? Echt? Okay. Also. So. 20 years pass. Fluch. The Frontland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. Da ist nichts, ne? Okay. Also, was bedeutet das jetzt? Sie haben selbst für den Fluch gesorgt, oder wie? Guck mal, wie agil er auf einmal ist. Uh-oh. Nee, nach da können wir natürlich. Ich wollte nur mal gucken, ob das geht, aber... It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. Wie fit er auf einmal ist, ne? Na? Warte mal, gehen wir jetzt wirklich in die Mine? Because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovik. Isolation. Ja. Ja, das mag gut sein, ja. Oh, Sekunde, jetzt nochmal. Gehen wir jetzt wirklich hinein? Also. Oh, guck mal, aber wie cool das aussieht. Also ich meine, ich habe damit gerechnet, dass wir irgendwie in die Nähe kommen und möglicherweise... Und möglicherweise halt hier einiges durchsuchen, aber wie... This place is cursed. Ridiculous. Ach, naja. Wenn die mit der See gearbeitet haben, haben die sicherlich auch ein gutes Stück weit selbst dafür gesorgt. Oh, der Puppenkopf. Lucy war hier. Ruth was here. Ruth. The day she fell. Ruth. Something spooked her. And then... She ran. All the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it?
Ruth hieß sie, nicht Batman, nicht... Dings. Oh. Hello. Betty, are you in there? Please answer me. Betty? Ist das so klug? Ich meine, wir haben ja... Wir haben ja nicht mal eine Taschenlampe oder sowas. Oh, natürlich. Oh, wie dumm von mir. Das hatte ich doch schon glatt wieder vergessen. Oh. Okay. Okay. Ist das sicher? Wir gehen tatsächlich dir ganz hinein. Was ist das? Oh. Was ist da? Aufheben. Noch so ein Ding. Oh, Betty. Ach nein. This is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless you left it here for a reason. Ja. Why am I not seeing? Schauen. Wir können da durchschauen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist nicht gut. Ich drücke Shift. Er läuft nicht schneller. Was? Edward! Betty? Elizabeth? Is that... Is that you? Edward? Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. Was? Wirklich? Sie liebt? Oh, wie cool. Aber... Was? Ich ruf nochmal nach ihr. Da. Stay where you are. I'm coming. Also, ich hätte ja ernsthaft damit gerechnet, dass sie längst tot ist. Von was auch immer. Ach, jetzt geht das? Guck an. Na, mach schon. Warum geht das nicht? Ah, so geht das. Okay. Edward, where are you? I'm on my way. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir tiefer in die Mine hätten hineingehen können. Hör mal, wenn die so weit weg ist, wie kann er sie so deutlich hören? Ja, dräng mich nicht. Dräng mich nicht. Hetz mich nicht. Was? Wie weit ist sie denn noch weg? Das ist doch auch nur ein Hirngespinst. Ach, komm schon. Das ist nur ein Hirngespinst. Unmöglich, dass wir sie über diese Entfernung hören können. Unmöglich. Ups. Just stay put. Im Hotel, Gasthof, also bei den Freddings. Das ist nicht dein Ernst, ne? Ach komm, das ist unmöglich, echt. Edward, is that you? I'm in here. Thank God. Unmöglich. Nein, nicht thank God, sondern... Komm klar, Bursche. Komm. Elizabeth! Nein. There you are. Oh Gott. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. Was?
Es war keine Heilung, er hat sich nur weiter hineingeritten. Verdammt. Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Gut. Gut. Das ist gut. No. Doch, das ist genau das Richtige. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann and Anna and Frederick and Simon and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again. Again to New York, to Boston, to the house, but always just out of reach, never quite there. The scent of her, the echo of her, but never really her. And all it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. Für meinen größten Fan, Greta Gaynor. Es ist nur eine Autogrammkarte. It is painful to wake from a vision, as it is to be born anew. Tag 6. Nun, und ist es vorbei? Ich meine, ist es wirklich vorbei? Goodbye, Betty. Gut. Das ist gut, ja. Sich zu verabschieden. Und dann einfach zu gehen. Ach, da ist Alice. Alice ist draußen. I might be weaned off the stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. Hmm. We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost.
Ja, geh voraus, ich folge dir. Ruth, stimmt. Die Dinge, die wirklich passiert sind. Such an amazing view, isn't it? And the air. Ugh. Boy, that sure is something. Das ist es. What did you want to show me? Come sit down. Ich möchte nicht so gerne. Ich kann mich nicht hinsetzen. Wo soll ich, wo denkst du, ach, da soll ich mich setzen, okay. Why did we come here, Teddy? To Grovik. Well. Dieser Ort hat ihn angezogen, als gehe von ihm ein widernatürlicher Sog aus. Was wäre, wenn die Antwort simpel und logisch ist? Eine aufgeschnappte Unterhaltung. Betty. Elizabeth mag ein Gespenst sein, aber sie hat mich immer noch im Griff. Aufgeschnappt. Letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere. Paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Hm, naja. Oh, wir können die anderen Dinge auch fragen. Schön. Dieser Ort. Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No. I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. Hm. Ja, wir sollten darüber sprechen. Find my sister. But Betty's not. She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us? You're not ghosts. You're alive. Fair enough. Hmm. So what really happened to Ruth? Tja. Ganz ehrlich, ich glaube, es war ein Unfall. Ich glaube, irgendetwas in der Mine hat sie erschreckt. Sie ist davongelaufen. Sie fühlte sich möglicherweise verfolgt. Und so kam, ja, wie da steht, alles ins Rollen. I believe it was an accident. How? What happened? Your guess is as good as mine. All right. She ran from the mine and came here. And then... Was she afraid? What made her run? Tja. Das Mädchen floh vor etwas, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Spielen? Ja, auch wenn das wahr ist, was da steht... Aber ich glaube, sie floh vor etwas. Der Puppenkopf war abgerissen und ich glaube nicht, dass sie den Kopf dort hätte einfach liegen lassen, wenn der so abgefallen wäre. Something spooked her. And she panicked. So she ran here. Why not home? She couldn't go home. Or she didn't want to. She felt safe here. This was her... happy place. Yeah. And then, if only Ruth had wings, like an angel, she could have flown straight to heaven. Yeah. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Hm. Tja. Das ist immer die große Frage, ne? Was geschieht danach? Er glaubt nicht ans Jenseits, er schaute die toten Augen seiner Mutter und er sah die Schusswunden im Schädel seines Vaters und er wusste damals, dass der Himmel eine Lüge ist. Oh. Ja, ich glaube, wenn man sowas erlebt hat, ja, dann ist das die richtige Antwort.
Und das andere, Edward glaubt, dass es nach dem Tod nur noch Dunkelheit gibt. Auch Alice hat, so merkwürdig das auch sein mag, ihren eigenen Glauben. Und es fühlt sich irgendwie grausam an, ihr diesen zu verwehren. Ja. Irgendwie schon, ne? Ja. Heaven. They're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Brovik. We tried our best. Mm-hmm. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? Hmm. A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... A boat? Oh. But how? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure. Yeah. I don't understand how this can be. Draugen got tired of sailing around in it and brought it back to us. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse, while the weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My yeah. Goodness. Righty-ho. No rush. Ich würde gerne einmal die Abkürzung nehmen. Ja. Einmal die Abkürzung nehmen. Also, was ich sehr schön finde, ist, dass... Also, er scheint ja wirklich einen Weg gefunden zu haben, von Betty loszukommen. Und ich weiß nicht, irgendwas in seinen Äußerungen, in seinem auch Verhalten sagt mir, dass er da auf einem guten Weg ist. Aber, warte mal, hätten wir das Boot nicht irgendwie verteuern sollen oder so? Gut für ihn. Ja, gut für ihn. Ja, da bist du ja. Pack your things. Yep. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Ja. Wo sind denn meine Sachen? Ach, da sind sie doch. Packen. Hm. Nee, lass das hier. Gut. Sehr gute Entscheidung. Ja. So. Okay. Ich schaue mich nicht um. Nein, ich schaue mich extra nicht um. Aber hier lag noch der Brief. Oh, den hätte ich gerne gelesen. Den Mr. Fredman. Oh, achso, doch, den haben wir schon gelesen. Okay. Ja, oh, Entschuldigung. Ich dachte, ich verpasse hier was. Oh. So, was für eine Reise, ha? Huh? Was für eine Reise und was für eine Aussicht. Okay. Also meine Haltung zu diesem Ort im Speziellen hat sich jetzt doch ein bisschen geändert, aber wunderschön. Wunderschön. Oh. Okay. Wir bekommen eine Abkürzung. Hey, Alice? Kann ich laufen? Come on, let's go. Row, Teddy, row. Ja, getting there. Wie komme ich denn da rein? Oh, verlassen? Nee, wieso verlassen? Oh, ach so, natürlich. Okay. Er kriegt's hin. Water's still cold. It's a fjord, Lissy. And it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Hmm. Are we going to be all right, Edward? I think so. Yeah. Yeah.
Wunderschön. Wow. Was für eine Reise, ha? Huh? Okay. Das war Draugen. Ach, meine Güte. Also, ja, was gibt's da noch zu sagen? Na, wisst ihr was? Dazu gibt's nichts zu sagen. Dazu gibt's nur Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal.